Yo, yo, yo! Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. In dem heutigen Video gehen wir mal wieder nach langem eine Runde Hide and Seek spielen, weil es, glaube ich, schon 5000 Jahre her ist, dass wir mal wieder Hide and Seek gespielt haben. Die Sarah hat uns auf jeden Fall eine richtig schmackhafte Map vorbereitet. Ich weiß natürlich nicht, wie die Map aufgebaut ist. Ich weiß auch nicht, wo die Verstecke sind. Ich habe gar keinen Plan. Ich glaube, insgesamt dürfen 15 Leute mitmachen. Die Map ist jetzt angeblich ein bisschen kleiner gebaut. Ich bin selber mal gespannt. Ich weiß auch gar nicht mal das Thema. Deswegen lasst euch überraschen. Lasst ein Like da. Und ich würde sagen, go, Junge! So, Leute, wir sind jetzt hier auf jeden Fall am Start. Hier sind die 16 Personen, beziehungsweise die 15 Personen, die sich verstecken können. Ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, dass die Leute so ungefähr 7 Minuten Zeit haben, sich zu verstecken. Ich stelle den Timer jetzt auf 7 Minuten. Das Lama in der Mitte gehört mir. Ihr dürft durch Rift gehen. Ihr dürft natürlich außerhalb des Riftes. Grabler nimmt alles mit. Ist mir alles egal. Ja, Junge. Ey, bleib mal ruhig hier. Ich bin stärker wie du. Guck mal. Auf hier. So, wir machen jetzt das Lama auf. Wir gucken, was da drin ist. Fackel. Pump. Midas. Vendetta-Fisch. Wofür brauche ich den denn? Was ist, wenn ich den jetzt esse? Wow! Was, Bro? Damit sehe ich die Gegner? Oh mein Gott, Lava! Das ist ein Scanner oder wie, der Vendetta-Fisch? Wie hat die das gemacht? Ey, Bro! Ich versuche natürlich, ohne den Fisch klarzukommen. Aber wenn ich niemanden finde, dann mache ich den hier. Und dann weiß ich, wo ihr seid. Also ihr könnt euch verstecken, wo ihr wollt. Ich werde euch so oder so finden. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Das feiere ich auch nochmal. Ey, mega geil, Junge. Oh mein Gott. Ich habe richtig Bock drauf. Richtig geil. Ey, ich muss noch den Wecker stellen. Lasst euch Zeit. Die 7 Minuten laufen jetzt erst. Also ihr habt so ungefähr 8, 9 Minuten Zeit gehabt. Müsste eigentlich reichen. Ich gehe schon mal hier jetzt in den Rift rein und gucke es mir an. Okay, okay, Junge. Okay. Chinesische Wackeldackel. Was machst du denn da oben? Was machst du, Digga? Oh mein Gott, man kann hier sogar höher springen. Wie geil ist das denn, Bro? Was machst du, Digga? Hä? Das ist gar nicht mal eine reale Person. Das ist ein Bot. Ich habe schon gedacht, er versteckt sich nicht. Benny Boy, Alter. Er ist unsterblich. Ist gar kein Spieler. Okay, das ist auf jeden Fall verwirrend. Und die Zeit ist abgelaufen. Wir legen jetzt los. Es ist hier Ende im Gelände. Hier ist doch bestimmt einer drin, oder nicht? Ja. Hä? What the fuck, man? Guck mal, meine Ohren. Boah, Junge, wer hat krasses Versteck, ne? Ich sag ehrlich. Okay, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, das ist schon krass hier auf jeden Fall. Okay, kann man hier hinter? Ja, eigentlich schon, ne? Ey, es wäre zu einfach gewesen, wenn sich hier hinter einer versteckt hat. Aber hier in den Röhren auch, ne? Vielleicht kann man da ja irgendwo rein oder so. Und dann ist hier ein Loch unten. Kann sein. Ich sag dir ehrlich, dass man hier so durchfliegt. Man weiß nie, Junge. Kann man hier rein oder so? Irgendwie unsichtbare Wand? Ne. Da, diese Ringe, die müssen wir immer abchecken. Sag dir ehrlich. Jeden einzelnen. Eiswagen, hier kann man auch nicht rein, ne? Ne, Eiswagen steht einfach nur so zur Deko da. Okay. Okay, im Buschi. Auch leider keiner da. Ne, auch kein unsichtbarer Boden. Gehen wir nochmal hier rein. Ne, auch nicht. Hier noch keiner. Er hat sich hier überhaupt irgendwo einer versteckt? Da ist irgendwo einer drin. Das weiß ich schon. Da gucken wir gleich mal. Ach, hier oben ist auch noch ein Busch. Und hier ist so eine Röhre. Da ist safe einer. Auch nicht. Was? Bro, warum versteckt man sich nicht hier drin? Hier ist noch so ein schwebender Bus. Da kann man auch noch rein. Junge, wie unfair ist das denn bitte, Alter? Stell dir mal vor. Guck mal, richtig geile Idee eigentlich, ne? Toiletten. Ja, wäre auch ein bisschen unhygienisch gewesen, ne? Ey, das ist wieder ein Bot. Was ist das? Ey, das ist Täuschung. Das ist Täuschung. Das geht nicht. Das ist unfair. Das ist kein Spieler. Unfair. Ganz klar. Ach, hier kann man auch noch raus, okay? Aber ich glaube, so erstmal haben wir hier eigentlich alles abgecheckt, ne? So innen drinne. Hier noch die Kuhle, würde ich sagen. Gehen wir nochmal rein. Auch keiner. Nee, hier drinnen. Wäre auch blöd. Warum sollte man sich direkt am Anfang irgendwo verstecken, weißt du? Könnte ich verstehen, wenn hier so ein richtig krasses Versteck gewesen wäre. Aber hier ist ja nichts. Nee, nee. Bro, die macht McDonalds-Rutsche hier hin, ne? Als Kind immer. Und dann warst du oben auf McDonalds-Rutsche drauf. Da ist so Plastikfenster. Boom, 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 boom. Die Meme, man kennt's. Wir gehen jetzt aber hier raus. Weil hier drinnen habe ich ehrlich gesagt nichts gefunden. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Aber ich meine... Oh, hier oben ist auch noch eine Ecke.
die Bäume sind immer richtig kritisch, ne? Ich sag dir ehrlich. Also die Map ist wirklich nicht groß und hier sollen sich 16 Leute versteckt haben. Ich würde auch sagen, ich check jetzt hier erstmal hier oben alles ab. Ach so, ich habe noch gar nicht hier in diesem Slurp-Ding war ich noch gar nicht drin, ne? Das habe ich jetzt fast übersehen. Hier ist kein Loch oder so, ne? Nee, hier ist keiner. Also ich hätte jetzt zumindest keinen gefunden. Und ich meine, wenn wir hier keinen gefunden haben und es entspricht der Realität, dass hier wirklich keiner drin ist und ich weiß gleich nicht, wo die Leute sind, dann mache ich einfach den Hacker-Modus. Zieh mir so einen Zappler rein, Junge, und dann scanne ich die sowieso. Kein Problem. Das ist bestimmt auch wieder ein Bot, ne? Ja, ja. Voll am Verarschen hier, ich schwör. Stellen hier irgendwelche Bots auf. Guck mal, kein richtiger Spieler. Da ist bestimmt irgendwo einer, da bin ich mir sicher. Safe. Aber ich glaube, auf der goldenen Banane hier safe auch nicht. Oder warte. Ey, bleib mal, geh mal hier hoch. Gucken wir mal uns hier dieses Durcheinander an. Okay. Ey. Nee, hier ist auch... Ey, Bro, als ob sich hier nirgendwo einer versteckt hat. Ah, du bist aber ein richtiger Spieler, ne? Ja. Ja, ja, ja. Wer bist du denn? Fabi. Ja, hab dich bekommen. Stimmt, wir können ja auch hier den Grabbler benutzen. Hast recht. Oh, ey, hier sind sogar noch Wolken. What the fuck? Ja, okay, das wäre blöd gewesen, wenn man sich hier so auf Wolke versteckt. Weil, das hätte ich auf jeden Fall gesehen. Ich bin mir sicher, dass man hier in den Tyrannosaurus Rexus über den Mund reingehen kann. Jede Wette, da ist ein Loch. Gucken jetzt. Wir gucken jetzt. Ja. Da haben wir den nächsten. Weißt du, was richtig geil gewesen wäre? Wenn hier so ein unsichtbares Loch gewesen wäre, wo man so rein kann, weißt du? Aber nee, den Grabbler brauche ich eigentlich nicht. Aber ich brauche deinen Tod, tatsächlich. Wer bist denn du? Sebastian. Da bist du wohl eine Etage zu hoch gegangen, ne? Wer hochfliegt, fällt auch tief. Was denn, Alter? Warum hat der da einen Buntstift zwischen den Beinen? Krass. Hier ist, glaube ich, aber auch noch irgendwas, ne? Ja, ja. Das ist unsichtbar hier wieder. Guck mal. Kannst du irgendwie drauf? Irgendwie kannst du da drauf. Oder nee, da waren wir schon, ne? Nee, da waren wir schon. Ey, wie geil ist diese Hide-and-Seek-Map, Alter. Man schwebt einfach. Man schwebt einfach. Kann man hier rein oder so? Am Rand oder sowas? Boah, wie geil. Geil. Dachte ehrlich, geil. Aha. Nee, ist doch keiner, ne? Aha. Das ist auch keiner, ne? In diesem Burger hier drin, oder? Nee, scheint auch keiner drin zu sein. Ich glaube, hier oben die ganze Ecke haben wir jetzt auch schon abgecheckt. Einzige, was wir noch nicht überprüft haben, sind natürlich die Bäume. Hier unten waren wir aber auch überall, außer Büsche jetzt. Ne? Büsche gucken wir auch nochmal. Kann man sich hier irgendwo oben im Busch verstecken? Auch nicht. Da war auch keiner. Hier habe ich jetzt auch auf spontan keinen gefunden. Aber hier oben ist auch keiner. Also das haben wir jetzt auf jeden Fall alles, würde ich sagen, abgecheckt. Jetzt müssen wir uns die Rennen abchecken. Da ist wieder No-Skin. Das ist ein Lügen-No-Skin, ist das. Da ist eigentlich keiner. Hier ist auch nochmal so eine Fake-Attrappe. In die Rutsche kann man nicht rein, ne? Auch wieder Fake-Attrappe. Junge, hier sind überall Fake-Attrappen. Das ist unfair. Büsche. Auch keiner. Nein! Was ist das? Holy shit, Bro! Fusionieren willst du? Okay. Boom! Obwohl, ich muss dich leider killen. Es ist, wie es ist. Aber krasses Versteck hätte ich fast übersehen, ne? Das heißt, ich muss bei den Wolken mal so zwischendrin gucken. Hättest du jetzt den Ultra Instinct, dann würdest du das vielleicht überleben. Wer bist du? G41. Krasses Versteck, Alter. Digga, what the fuck? Guck dir das mal an. Du siehst das fast gar nicht. Du denkst, hier ist Busch und dann ist hier noch so Riss. Das ist natürlich krass jetzt hier, ne? Fake-Attrappe wieder hier. Verdammte Hacke hier, Junge. Aha! Ah, die nächste hier. Oder der nächste. Gucken wir, wer das ist. Viola. Hätte ich fast übersehen. Aber man denkt auch nicht, dass hier so, dass man hier rein kann. Aber, ist schon krass gewesen, Alter. Ist schon krass, Viola. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das, dass man da rein kann. Hier ist auch wieder so eine Fake-Attrappe. Ich sag ja, die Büsche sind immer kompliziert. Hier ist auch nur so ein Rohr. Wäre auch dreckig gewesen. Wieder so ein Fake, ne? Ich schwör. Das ist so unfair. Hä, wo sind die denn? Ich versteh's langsam nicht mehr. Wir haben eigentlich schon viel abgesucht. Aber wir haben bisher nur 4 Leute von 15 Stück gefunden. Das ist wenig. Das ist richtig wenig. Was denn hier, Alter? Warum backt das hier so blöd rum?
ein bisschen komisch. Hier sind auch bestimmt irgendwo Löcher in den Wänden und so. Aber ich meine, dafür haben wir den Zappler. Damit können wir Hacker-Modus aktivieren. Und dann werden wir die sowieso finden. So, hier oben war ich noch nicht drin, ne? Nee, da gehen wir auch mal rein. Keiner drin, okay. Hier ist wieder so ein Fake-No-Skin. Oha! Ah, mein Doppelgänger. Mein Doppelgänger, Junge. Ich sag dir ehrlich, wenn du weißt, wo sich einer befindet und du zeigst mir den, dann darfst du dich nochmal verstecken. Dann hast du eine Minute Zeit. Aber nur, wenn du genau weißt, wo einer ist. Weißt du keiner? Okay, dann muss ich dich leider killen. Anders geht's nicht. Schade. Siehst du, da hättest du jetzt Pay to Win gehabt. Du hast denselben Skin wie ich genommen. Sympathisch, hättest dich nochmal verstecken können. Aber wenn du keinen verraten kannst, ja dann sehr nett, dass du auf jeden Fall ehrlich bist und sagst, du weißt nicht, wo. Wer ist das? Bieter. Schönes Versteck aber, ich sag ehrlich. Aber ich bin sehr gründlich, ne? Ist ja klar. Guck mir alles ganz genau an. Nächster Busch. Büsche sind immer sehr beliebt. Keiner. Was ist das hier für eine Welle? Ist hier irgendwo einer versteckt? Nee, auch nicht. Nee, kann man hier irgendwie hochspringen oder so? Auch nicht, ne? Nee, hier ist auch keiner. Ich glaube, sehr viele sind auf den Bäumen drauf. Und hier, dass das hier so schräg ist, ne? Ja. Ist er? Hätte ich, wenn sich da einer versteckt hätte... Dann wäre es hätte Fahrradkette gewesen. Ah, ja. Habe ich doch gesagt, dass ja, wusste ich. Weißt du, wo sich einer versteckt? Ehrlich sein. Wenn du nicht weißt, dann weißt du nicht. Aber wenn du ganz genau weißt... Ne? Okay, aber ist auch auf der Map, ehrlich gesagt, sehr kompliziert. Da muss ich leider killen. Gucken wir mal, wer das ist. Leider, Herr Anonymer. Ich glaube, das ist Massimo gewesen, ne? Hä, wo sind denn jetzt dann bitte die anderen? Weil hier sind wir jetzt gerade auch schon gewesen, Junge. Guck mal, wir haben erst 6 Stück gefunden, ne? Oh, ja, Bäume. Was anderes kann nicht sein, außer Bäume. Ich aktiviere jetzt meine Cheats. Wir machen jetzt den Scanner und dann weiß ich, wenn hier einer im Baum ist, wo der ist. Bam. Aha. Da oben haben wir einen. Ja, wie soll ich dich denn da drinnen finden, Digga? Wie soll das denn gehen, hä? Ja, da könnt ihr euch ruhig in den Bäumen verstecken. Wenn ihr euch in den Bäumen versteckt, benutze ich Hex. Shadow. GG's, Bruder. Aber Bäume, Junge, ich suche jetzt nicht hier jedes Blatt ab und jedes Chlorophyll, was in den Blättern drinnen ist. Da mache ich den hackenden Hasen. Wir checken auch hier direkt vorne diesen Baum ab. Obwohl, ich glaube, ich brauche gar nicht abchecken, oder? Ah, ja, ja. Hab dich gesehen. Ohne Cheats. Wer ist das? Wer ist das hier? Weißt du, wo einer ist? Ja? Nee. Okay. Ui, okay. Ist das? Very Krill. GG's. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Baum clean ist. Deswegen aktivieren wir mal kurz wieder die Cheats. Aha. Nee, hier ist keiner. Das ist richtig geil mit diesem Scannerfisch, ne? Kannst du einfach mit Cheats aktivieren. So geil gemacht, ohne Spaß. Ey, derjenige, der hier... Wenn hier einer im Baum drin ist, ich gebe dir eine Chance. Wenn du weißt, wo einer ist, komm raus. Ich werde dich sowieso rausbekommen. Ich aktiviere jetzt die Cheats und dann weiß ich, dass du in dem Baum dich versteckt hast, ne? Also, wenn du weißt, wo einer ist, komm raus. Zeig mir, wo einer ist und du kannst dich nochmal verstecken. Nee, da ist keiner drin, ne? Okay. Nee, da ist wirklich keiner drin. Hier am Bagger auch nicht. Da habe ich ja wohl... Warte mal, dahinter vielleicht. Das sieht mir ein bisschen komisch aus. Ah, 2 Stück. Ey, du brauchst gar nicht abhauen, Junge. Ich habe dich gesehen. Du bist runtergegangen. Da oben ist auch noch einer. Ja, ich weiß, dass da oben einer ist. Den habe ich auch schon gesehen. Den brauchst du nicht verraten. Lisa, warum haust du ab? Das ist nicht erlaubt. Du musst da bleiben, wo du bist. Abul, ich kann dir auch leider keine Chance geben. Wenn du jetzt weißt, wo noch ein anderer ist, dann ist okay. Weil ich habe euch beiden da in der Ecke gesehen. Ja, das ist ein Bottyboy, Junge. Er zeigt mir Bottyboy, Digga. Abul, ich muss dich killen. Die Lisa hätte ich sowieso, die habe ich auch schon gesehen. Abul, GG. Lisa auch GG. Ich würde auch normalerweise den Vedetta-Fisch nicht benutzen. Obwohl, jetzt muss ich den, glaube ich, langsam benutzen. Weil ich schon so im Endeffekt alles abgecheckt habe und es leben noch 5 Leute. Kritischer Hase. Wir gucken mal. Wir machen jetzt Hex an. Einer wurde geortet. Wo ist derjenige? Hier. Da hinten. Wie bist du denn da reingekommen? Wie ist sie denn da reingekommen? Wie ist das denn? LOL! Habe ich nicht gesehen, Junge. Das ist die Sarah gewesen, ne? Wird wohl nix. Sie hat die Map gebaut. Krasse Map. Habe ich nicht gesehen, dass hier eine Lücke ist. Also hier, wo wir am Anfang abgecheckt haben, habe ich nicht richtig abgecheckt, komischerweise. Hacker-Modus. Da ist noch einer. Oh, Digga, da hinten. Ah, ja. Da ist einer. Wer ist das? Wer ist das da hinten? Habe ich den übersehen? Habe ich in den Busch da hinten nicht reingeguckt? Ich meine, ich habe da reingeguckt. Als ob ich dich nicht gesehen habe.
Oh mein Gott, Junge. Ich sag dir ehrlich, die ganzen anderen Leute, die sich jetzt in einem Versteck versteckt haben, bleibt da, wo ihr seid. Die letzten vier überlebenden Personen sind im Finale und ich entscheide von den vier Personen, die jetzt gleich am Leben sind noch, weil ich ja jetzt Hex benutze, wer von den vieren das beste Versteck hatte. Aber ihr bleibt da, wo ihr seid, okay? Also, wer ist das hier? Stranger Things. Okay. Du hast auf jeden Fall krankes Versteck, kranken Skin. Gucken wir mal, wie die anderen drei sich versteckt haben. Cheat-Modus an. Ah, hier wurde einer enttarnt nochmal. Wo ist der nächste? Ach so, da vorne. Boah, was hat da, was haben die Hackerfische für eine Reichweite? Guck mal. Oh mein Gott. Hat der sich denn versteckt? Habe ich dich hier nicht gesehen? Alter, krass, Alter. Ich schwöre, wie hast du das gemacht? Ich glaube, das ist DRC, oder? Ja. Ey, krass, dass ich dich hier nicht gesehen habe. Ich sag ehrlich. Also wirklich krass, dass ich dich hier nicht gesehen habe. Ungelogen. Guck nochmal hier in die Ecke. Aha, jetzt wurde einer geortet. Aber wo? Da. Da! Im Baum? Habe ich den Baum noch nicht abgecheckt? Okay, Baumverstecke sind immer kritisch, ne? Genau, ich glaube, den Baum, den wollte ich eigentlich noch abchecken. Aber da haben sich ja zwei Stück versteckt und der eine ist abgehauen, Junge. Deswegen, komm mal runter da. Ich glaube, das ist A da, oder? Komm mal runter, Junge. Runterkommen. Fort. Ist das. Schwitzer-Skin, Junge. Okay, Baumverstecke sind immer kritisch, das weißt du selber, ne? Der Pinke, Junge. Okay. Gucken wir mal, wer das ist. Ready? Das war sogar der Letzte. Okay. Also Ada war der letzte Überlebende, aber ich sag ehrlich, von den letzten drei Personen fand ich am besten das Versteck vom Baumskin, also von Herrn Stranger Things hier, wie der heißt. 1000 V-Bucks gewonnen, ne? 1000 V-Bucks gewonnen, Junge. Stranger Things finde ich persönlich, meine Meinung, hatte beste Versteck. DRC war auch gut, würde ich auch krass, Digga, aber... Obwohl, Goku war auch gut. Aber wir haben gesagt, von den letzten Überlebenden, da suche ich mir das beste Versteck aus. Ne, deswegen. Und die habe ich ja auch nur mit Hackerfisch gefunden. Würde ich sagen, Stranger Things hat gewonnen. Ey, aber krasse Map, krasse Verstecke. Aber auch die Idee mit den Fischen, unnormal geil, ne?